De Mannschaft bereidt zich in het Poolse Dansk voor op een eerste poelenwedstrijd van het EK. Zaterdag in het Oekraïnse Elviv tegen Portugal. Meteen een zware opdracht voor de Duitsers in de groep des doods. Maar verdediger Per Mertenzakker heeft er vertrouwen in. Ik denk dat de um, Portugiesen um, haben, haben schon in de laatste jaren uh, immer weer zeer goede Einzelspieler gehad Ook uh, uh, waar we tegen ze gespeeld hebben, wat ze gezegd hebben. war immer wieder auch zu spüren, dass ähm, sie wirklich sehr sehr gute Einzelspieler haben, aber wir in diesen Spielen auch wirklich immer gezeigt haben, dass wir als Team dagegen gehalten haben ne? und wirklich auch einzelne Spieler eben dann in Schach gehalten haben, wirklich dann auch gezeigt haben, dass wir ja eben noch ein Stück besser vielleicht als Team funktionieren. Und ich glaube, das wird äh, die große Frage auch äh, bei diesem Spiel sein: äh, Wie funktionieren beide Teams jetzt mal ungeachtet von einzelnen Spielern die natürlich wichtig sind für, für die Mannschaft oder einzelne Aktionen die darauf beschworen werden können. Ich glaube wichtig wird sein, um, wie stark ist das Team Portugal? Eine cruciale Frage, maar het individu Cristiano Ronaldo verdient doch wat extra aandacht. De superster van Real Madrid en Portugal zou de Duitsers wel eens pijn kunnen doen en de bal achter Manuel Neuer in het net kunnen leggen. Ja, was den Schuss angeht von Cristiano Ronaldo, ich denke, wenn man jetzt Mesut Özil sieht äh, aus einer etwas kürzeren Entfernung, kann er genauso schießen. Aber ähm, ich würde auch nicht so viel Augenmerk jetzt auf eine Person von Portugal legen. Äh, die Offensivspieler von von Portugal sind sowieso alle gefährlich und ähm, wir müssen es in unserer Defensive sowieso auf mehrere Schultern verteilen und dürfen dann nicht einen Spieler von Portugal hervorheben. Ja, wir haben ihn schon ein paar Mal geärgert im direkten äh, Aufeinandertreffen mit Portugal hat das in den äh, vorangegangenen Jahren auch wirklich gut funktioniert. Und wir versuchen natürlich ähm, nicht so viele Eins gegen Eins Duelle eben zuzulassen, ne? wie man das vielleicht äh, nicht tun sollte gegen einen Cristiano Ronaldo, der wirklich äh, in Eins -ge gegen Eins Duellen wirklich ähm, eine gute Rolle macht. Ich glaube, wir sollten da gesamtmannschaftlich äh, Uns en die is woensdagavond met bondskanselier Angela Merkel op bezoek. Misschien heeft zij wel een goede tactiek om de Portugese lam te leggen.